Wir sind jetzt hier in Distelhausen, einem Teilort von Tauberbischofsheim im schönen Taubertal gelegen. Und wir, das sind 20 Leser der Heilbronner Stimme, die hier in der Brauwerkstatt der Distelhäuser Brauerei versuchen, echtes Bier zu brauen. Der Brauvorgang läuft gerade im Hintergrund und die Details zur Braukunst, die erklärt uns nun Oliver Dietrich. Was macht es jetzt aus, ein gutes Bier zu brauen, Herr Dietrich? Ja gut, in erster Linie sind es natürlich die Rohstoffe, die müssen von hoher Qualität sein. Und dann natürlich auch die Erfahrung um die Rezeptgestaltung. Eigentlich ist es ja unglaublich, es ist ja nur Wasser, Hopfen und Malz im Bier, dass man aus 3 Zutaten solch eine Vielfalt kreieren kann. Erzählen Sie mal ein paar Geheimnisse aus Ihrer Erfahrung. Ja, das ist eigentlich richtig. Ja. Das hat mich auch von Anfang an begeistert, dass einfach aus diesen 3 Rohstoffen so tolle Produkte kreiert werden können. Es ist natürlich so, dass man seine Rohstoffe sehr, sehr gut kennen muss und die dann eben richtig miteinander auch kombiniert. Und dann kommen tolle Geschichten raus. Also es ist also auch für einen deutschen Brauer, der ja nach dem Reinheitsgebot braut, durchaus möglich, Biere, die zum Beispiel so in die schokoladige Richtung gehen oder in die schinkige Richtung gehen oder auch jetzt in die fruchtige Richtung geht, zu produzieren. Ist vor allen Dingen die Qualität, die im Vordergrund stehen muss, weil Bier produzieren viele, aber man kann sich natürlich in erster Linie über die Qualität definieren und da arbeiten wir schon seit vielen Jahren, vielen Jahrzehnten eigentlich sehr weit oben. Und wir sind stolz darauf, dass wir auch immer wieder diese Qualitätsphilosophie bestätigt bekommen. Viele nationale Marken definieren sich auch über Pilz und Pilz ist auch eine unserer Hauptmarken. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr breites Sortiment und gerade die Sortimentsbiere, die sprechen natürlich ein Stück weit auch die Traditionen der Region an. Hier im Südwesten wird sehr gerne auch ein Export- oder ein Märzenbier getrunken. Im Unterfränkischen ist auch das fränkische Rotbier sehr beliebt und all das finden Sie natürlich auch in unserem Sortiment wieder, genauso wie die bayerischen Weizenbiere, die sich natürlich auch großer Beliebtheit erfreuen. Nun haben wir hier eine tolle Lesergruppe da von Stimme-Lesern, haben auch schon einiges gemacht. Erzählen Sie vielleicht mal ganz kurz, was heute noch passiert. Ja gut, wir brauen ja heute hier ganz klassisch ein Bier, haben schon vorhin angefangen einzumeischen, sind jetzt gerade mitten im Maischen. Es kommt dann noch das Läutern, das Kochen, die Hopfengabe. Also die Leute erleben hier wirklich live und hautnah, wie so ein Herstellungstag der Würze vonstatten geht. Herr Martin, zunächst die Frage, wie sind Sie denn jetzt zu dieser Lesereise gekommen? Sie, das hat meine Frau alles gemacht. Ich war ganz überrascht, als ich dieses Schreiben von der Heilbronner Stimme bekam. Habe ich es morgens gelesen und sagte, guck, das habe ich damals gemacht. Und wie gefällt es Ihnen jetzt bisher, so der halbe Tag? Fast fertig sind wir schon mit dem Brauen? Ja, ich bin ganz begeistert hier. Man bekommt Informationen vom Bierbrauen, man sieht nette Leute. Und das Ganze ist wirklich sehr gut aufgebaut von der Heilbronner Stimme. Also ich bin echt begeistert. Das, was praktisch oben eigentlich mehr oder weniger der Computer für uns übernimmt, machen wir hier alles von Hand. Und alles, was hier im Raum ist, langt praktisch aus, um wirklich ein richtig auch hochwertiges Bier herzustellen. Wie gesagt, nur alles im kleinen Maßstab.